Wir verschwinden von hier. Jetzt. Hm. Sollen wir es wagen oder sollen wir einfach nur fliehen? Ich glaube, ich wage es einfach mal. Ist das schon alles? So. Dankeschön. Dietrich. Ja, den kann man gut gebrauchen. Den kann man gut verkaufen. Den Rest nicht so. Eure Belohnung wartet auf euch Sterbliche. Weiter unten. Vielen Dank, Herr. Ja, weiter. Tiefer in die Eingeweide. Wenn es nicht so flimmern werde. War das eigentlich gerade der gute Weg? Ich habe echt immer gesagt, dass ich eher den guten Weg wählen möchte und nicht den bösen. Aber jetzt, wo ich ihn getötet habe, im Auftrag des Daedra... Das war knapp. Euer Preis wartet auf euch. Ich freue mich schon drauf. Glaubtet ihr wirklich, Molag Bal, der Peiniger der Menschen, würde euch so einfach belohnen? Nein, dachte ich eigentlich nicht. Was seht ihr von diesem kleinen Käfig aus? Sagt es mir. Verrostet, vertrocknet. Früher tropfte das Blut der Schwächlichen und Minderwertigen nur so von diesem Streitkolben herunter. Aber auch ein Daedra-Fürst besitzt Feinde. Und meine Rivalin Boetia hatte ihren Priester angewiesen, ihn zu entweihen. Ihn verrotten zu lassen. Bis ihr kamt. Ja. Rache. Nein. Ich will Unterwerfung. Der Priester, der das getan hat, soll vor mir niederknien und mir seine Seele geben. Er kommt, um Boetias widerwärtige Rituale an meinem Altar durchzuführen. Aber jetzt wird er vermisst, gefangen und gebunden, zurückgelassen, um zu verrotten. Verschont ihn. Lasst ihn sein Ritual ein weiteres Mal ausführen. Und wenn er es tut, werden wir auf ihn warten. Ja. Allerdings will ich erstmal die Liebesbotenmission machen. Kann ich den gar nicht nehmen? Naja. Schade, dann nehme ich. Daneben später. Jetzt weiß ich nicht, war das die richtige Entscheidung oder wären wir einfach besser rausgegangen? Ich glaube, der Daedra hätte uns nicht gelassen. Er wollte von uns, dass wir ihn töten. Stimmt. Genau, ich habe die Mission, glaube ich, sogar schon einmal gemacht. Und da hatte ich einen Grund, weshalb ich ihn erschlug, weil ich glaube, ich musste. Glaube ich, bin ja auch gar nicht mehr so sicher. Aber gegen einen Daedra sollte man sich sowieso nicht wehren. So, wir haben eine Mission, wir sollten einen Kumpel, den Typen hier fragen, wie wir, also wie der Typ an das Mädel rankommt. Apropos an ein Mädel rankommen, ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, wen sollten wir so als Ehefrau haben? Ich weiß, dass man sie als Ehefrau haben kann, muss man ja aber nicht. Aber man kann ein paar Leute ja schon zu seiner Hilfe nutzen. Die Schatzkammer ist eigentlich nur für Kunden der Silberblutfamilie. Ihr gehört nicht hierher. An wen wollte der Typ sich nochmal ranmachen? Wie hieß sie nochmal?
Sagt ihr, wird hier nicht angezeigt. Schade. Ups, das sollten wir nicht machen. Ich bin die Frau von Tuberblut. Vergesst das nicht, wenn ihr mit mir sprecht. Von wem? Naja, egal. Blutig genug für euch, Fremdling? Je blutiger, desto besser. Habt ihr euer Zuhause gefunden? Durch Markarth fließen Blut und Silber. Willkommen. Was soll ich machen? Soll ich erst auf seine Aussage eingehen oder eher nach meiner Mission gehen? Naja, vielleicht gibt er mir eine weitere Quest, wenn ich einfach weiter nachfrage. Der Name der mächtigsten Familie in Markarth sagt alles. Silberblut. Sie haben eine ganze Mine voller Gefangener, die Silbererz für sie schürfen, das von bezahlten Arbeitern eingeschmolzen wird. Außerdem gehört ihnen die halbe Stadt. Ich arbeite für sie. Das Gasthaus ist nach ihnen benannt. Wenn die Wachen jemanden festnehmen, klären sie es zuerst mit ihnen ab. Okay. Also einfach nur Informationen. Okay. Was? Warum? Habt ihr Interesse? Nee. Kaltzelmo. Er interessiert sich für Verlehen. Dieser schlitzohrige alte Knacker. Ich hätte es wissen müssen. Gut für ihn. Für beide. Unter uns. Sie könnte ein bisschen Wärme und Zuneigung vertragen. Was ihre Vorlieben betrifft. Ich habe euch nichts gesagt. Verlehen gibt sich gern hart, hat aber vor allem eine Schwäche für Gedichte. Als Jugendlicher habe ich einige Kurse an der Bardenakademie absolviert. Gedichte sind beim Umwerben von Frauen immer nützlich. Ich habe mal ein Gedicht für... Seid ihr bereit für meine goldenen Worte? Ich kaufe es, ich versuche mal so. Kommt wieder, wenn ihr das Gold habt. Ach, verdammt. Wir brauchen dieses Gedicht, nehme ich an. 800 Goldstücke. Seid ihr bereit für meine goldenen Worte? Wunderbar. Ihr solltet damit direkt zu Verlehen gehen. Der alte Frostschädel soll ja nicht über die Worte stolpern. Okay, wir überbringen das Gedicht. Ich arbeite für die Silberblutfamilie. Wir sollten bei Parship arbeiten. Oder ähnliches. Für Singles mit Niveau, natürlich. Da kann sich nicht einfach jeder anmelden. Nee. Nur für Singles mit Niveau. Ja. Product Placement halt, ne? So. Gut doch. Guten Tochter. Guten Tag. Hallo. Wie geht's so? Guten Tag. Na, wie arbeitet sich's hier? Hübsches Schwert. Seid ihr hier, um den Jarl zu sehen? Dann bewegt euch schön langsam. Verstanden? Die Silberblutfamilie wird Gehör finden. Das ist so eine Zwergensphäre. So eine Waffe, mit der die Zwergen kämpfen. Och, mit ihr soll ich. Ah, Veränderung verbessert. Achte ich hauptsächlich auf die Sicherheit von. Mund. Wir müssen reden. Igmunds Vater wurde von Abgeschworenen getötet. Ich werde nicht ruhen, bis sie mit ihrem Blut bezahlt haben. Die sieht auch gut aus. Karl Selmo? Was ist mit ihm? Ihr Gefüge für euch, was haltet ihr von ihm? Warum gehen wir eigentlich nicht zu Kalzemo hin und übergeben ihm das Gedicht, so dass er das Gedicht ihr vortragen kann? Das finde ich jetzt irgendwie um einiges sinnvoller. Ihr Gefühl für euch ist einfach so zu sagen, oder was haltet ihr von ihm? Was ich von ihm denke? Er ist ein seltsamer alter Mann.
schnüffelt ständig bei den Ruinen rum und vergeudet Zeit in seinem Museum. Scheint recht nett zu sein. Offensichtlich intelligent. Warum fragt ihr? Oh, ich war nur neugierig. Ja, es kommt auch seltsam, einfach irgend so ein Typ, den du nicht kennst, zu dir hinkommt und fragt, ach, was hältst du eigentlich für ein Typ? Ja, ich mag den. Warum mag ich? Ach, war nur neugierig. Tschüss. Ich halte sie selber mal für intelligent, deswegen heuchle ich ihr das mal nicht vor. Was? Ihr seid verrückt. Der alte Kauz interessiert sich mehr für tote Zwerge als für die Leute, die hier leben. Redet nicht so einen Mist. Ja. Hört bitte auf, meine Zeit zu vergeuden. Ihr blamiert euch. Okay, ich versuch's nochmal. Verzeihung? Ach, von Calcemo. Ah, okay, ich kann sogar sagen, dass es von ihm ist. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Warum habe ich nicht eigentlich mal selber ins Inventar geguckt? Warte mal. Halt. Auf der Straße. Ich möchte nochmal eben kurz. Bücher. Liebesgedicht. Würde ich mir gerne selber mal angucken. Ein Brief von Calcemo an Falen. Mein liebend Herz ist Tauberstein, in Eis verborgen vor dem Blick. Manch einer mag verächtlich schreien, das gibt es nicht, doch andere wispern doch vielleicht. Obgleich ein Stein, geboren aus fiebrig Asche, ist einmal er geformt, kein Hitz er verstahl. Und wie ihr Herz kein Lieb verrät, so schenkt es auch kein Trost dem, der es begehrt. Die Augen wurden auf. Das wollte ich jetzt nicht, naja. Igmunds Vater, Verzeihung? So geht das. Ich habe keine Ahnung. Das ist wunderschön. Calcemo hat das über mich geschrieben? Ich wusste gar nicht, dass er über solches Feingefühl verfügt. Eindeutig. Ich habe aus diesem Blickwinkel noch nie über ihn nachgedacht. Wäre ich doch nur so geschickt mit Worten wie er. Hier, nehmt diesen Brief. Ich bin zwar nicht so wortgewandt wie er, aber hoffentlich versteht er ihn trotzdem. Okay. Wo müssen wir denn jetzt hin? Kommt ihr auf mich zu? Der Bund ist hier. Und nein, wir okay. Behalten euch im Auge. So, wo ist er denn jetzt? Hundi! Boah, ist der knuffig. Ich liebe Hunde. So. Okay, einfach nur blind den Pfeil folgen funktioniert nicht immer. So. Jupp. Das kann sogar tödlich enden. Zwei Hunde. Boah, wenn Lydia mal stirbt oder ich sie für irgendwas anderes brauche, zum Beispiel, weil sie mein Haus hüten soll, was ich ja später habe, das geht ja auch, dann hole ich mir einen Hund. Das sage ich jetzt schon, ich hole mir einen Hund. Ah, jetzt leckt es langsam wieder ein bisschen, habe ich das Gefühl. Die FPS geht langsam runter. Befindet sich eine ganze Zwergenstadt namens Nichuanzel. Eine ganze Zwergenstadt. So, gut doch. Ich bin mit meinen Studien beschäftigt, was gibt es denn? Das ist mehr, als ich zu hoffen gewagt hätte. Das habt ihr wirklich für mich getan. Ich muss sie sehen. Bitte entschuldigt mich. Was? Oh, auf Wiedersehen. Ich fände es überzeugender, wenn das nicht einfach so weiterhin so ein Buch in der Hand hielte. Ah, jetzt. Jetzt läuft er. Ich laufe ihm einfach mal hinterher. Ja, lauf, Junge, lauf! Irgendwie ist hier eine sehr, sehr seltsame Soundkulisse. Ach, ist das der Jarl? Verlehen, ich... Schon gut. Ihr müsst nichts mehr sagen. Ich wusste gar nicht, dass ihr so feinfühlig seid.
Ich liebe euch. Habe ich gehört. Kommt her. Ihr da, wer seid ihr, dass ihr euch dem Jarl von Markarth nähert? Nichts zu sagen? Gut. Behalte euch im Auge. Ich habe... Ach, egal. Boah, sie sind die bescheuert. Das war ein sehr romantisches Gespräch. Die eine dreht den anderen den Rücken zu. Naja,